Entschuldigen Sie. Hier auf dem Gehweg herrscht ein furchtbares Gedränge. Holmes, ich muss mit Ihnen reden. Verzeihen Sie, junge Dame, ich kenne Sie nicht. Hören Sie auf damit. Seit Wochen lasse ich um Mitternacht mein Zimmerlicht brennen. Das mit Ihnen vereinbarte Zeichen für eine Kontaktaufnahme. Und Sie reagieren einfach nicht. Ich glaube, Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Verdammt, das können Sie nicht mit mir machen. Ich sollte Sie informieren, wenn die Stimme wieder ein Treffen einberuft. Davon gab es seit Anfang des Jahres sehr viele. Und Sie haben nicht einmal auf mein Zeichen reagiert. Sie haben keine Ahnung, in welcher Gefahr Sie schweben, Miss Howells. Man darf Sie nicht mit mir sehen. Auf einmal sind Sie besorgt um mich? Es gibt etwas, von dem Sie noch nicht wissen. Joseph Harrison hat Ihre Verbindungen zu mir entdeckt. Er könnte Sie jederzeit verraten. Und warum sagen Sie mir das nicht? Es ist mir Anfang des Jahres gelungen, mit ihm eine Art Vereinbarung zu treffen, damit er stillhält. Aber jede Kontaktaufnahme erhöht die Gefahr, dass er ernst macht. Deswegen habe ich nicht reagiert. Und was soll ich jetzt machen? Stellen Sie sich der Polizei. Sie müssen das Netzwerk der Unterwelt sofort verlassen. Dann wird man mich zum Tode verurteilen. Ich bin eine gesuchte Mörderin, schon vergessen? So weit wird es nicht kommen. Nutzen Sie Ihr Wissen über den Aufenthaltsort von Joseph Harrison und sagen Sie als Kronzeugin aus. Der Mann hat sich Staatsgeheimnisse angeeignet. Sind Sie verrückt? Dann bringt mich die andere Seite um. Gehen wir schnell weiter. Wir erregen schon Aufmerksamkeit. Wenn Sie bleiben, müssen Sie Harrison neutralisieren. Verführung, Erpressung, Drohung, alles kann helfen. Machen Sie ihm klar, dass Sie ihn ebenfalls in der Hand haben. Das ist Wahnsinn. Sie wollten mir helfen, aus London zu verschwinden. Das geht erst, wenn wir die Stimme aus der Dunkelheit kennen. Die Nummer 1 der Londoner Unterwelt. Wenn wir nicht wissen, wie weit ihre Macht reicht, ist ein Entkommen aussichtslos. Was ich allerdings weiß, ist, dass Miss Howells die Stimme in irgendeiner Weise zu hintergehen scheint. Sie hat Kontakt zu einem gewissen beratenden Detektiv aus der Baker Street. Es würde Miss Howells sicher nicht gut bekommen, wenn die Stimme davon erführe. Was wollen Sie? Was ich bereits gesagt habe. Sorgen Sie dafür, dass die Suche nach mir eingestellt wird. Das sieht Ihnen überhaupt nicht ähnlich, Holmes. Sie stellen die Suche nach den Hintermännern von Joseph Harrisons Befreiern ein? Das habe ich nicht gesagt, Inspektor Gregson. Ich sagte, dass ich derzeit keine Spur sehe, die helfen könnte, Joseph Harrison zu finden. Aber wir müssen ihn haben! Ich hatte große Hoffnungen auf Sie gesetzt. Ich kann Ihnen in der Sache derzeit nicht helfen. Das lässt auch meine sonstige Arbeit nicht zu. Das muss ich dann wohl akzeptieren. Das ist sehr bedauerlich. Was ist das? Was spritzen Sie sich jetzt schon wieder, Holmes? Kokain. Eine Lösung von 7%. Wünschen Sie es auch zu versuchen, Dr. Watson? Niemals. Ich habe meinem Körper in Afghanistan schon genug angetan. Ich finde die Wirkung auf den Geist so vorzüglich anregend und klärend. Das ist heute schon die dritte Spritze. Das geht schon seit Monaten so. Sie bringen sich noch um. Bitte kommen Sie zu sich, Holmes. Na, endlich. Sie waren mehrere Stunden lang komplett weggetreten. Was? Wie spät ist es? Geben Sie mir einen Moment. Zu Ihrer Information. Sie heißen Sherlock Holmes, sind beratender Detektiv, sitzen in einem Sessel in unserer Wohnung in der Baker Street 221b und wir haben Dienstag, den 17. Juli 1888. Es ist 3.10 Uhr am Nachmittag. Hören Sie auf, mich zu veralbern, Watson. Was ist los? Verzeihung, mein Freund. Ich habe mir Sorgen gemacht. Dafür besteht kein Anlass. Eine Kokaindosis, die Sie mehrere Stunden lang ausschaltet, ist durchaus Grund zur Sorge. Nur mein Körper scheint ausgeschaltet. Mein Geist arbeitet durch diese Stimulierung äußerst effizient. Nur kann Ihr Geist ohne den Körper nicht überleben. Es ist ein widernatürlicher, krankhafter Vorgang, der einen gesteigerten Stoffwechsel bedingt und zuletzt dauernde Schwäche zurücklassen kann. Aber Sie wissen ja selbst, welche düstere Reaktion Sie jedes Mal befällt, wenn die Wirkung nachlässt. Dieses Spiel kommt Sie teuer zu stehen. Sie laufen Gefahr, Ihre hervorragenden Fähigkeiten zu verlieren.
Ich sage Ihnen das nicht nur als Freund, sondern auch als Arzt. Ich fühle mich für Ihre Gesundheit verantwortlich. Für die geistige und die körperliche. Mein Körper und mein Geist funktionieren tadellos. Und warum tun Sie sich das dann an? Das verstehen Sie sowieso nicht. Nein, das verstehe ich wirklich nicht. Aber ich verspreche Ihnen, dass ich Wege finden werde, dass Sie davon wieder loskommen. Ich kann jederzeit mit dem Kokain aufhören, wenn ich will. Und was ist, wenn es diesen Willen schon bald nicht mehr gibt? Vielleicht haben Sie recht, Watson. Der Einfluss auf den Körper ist vermutlich kein guter. Aber die Wirkung auf meinen Geist ist herausragend. Ich bin in der Lage, völlig neue Ebenen des Denkens zu erreichen. So wie Ihr Kopf schon im Normalzustand arbeitet, drehen Sie dann wohl irgendwann durch. Ich beweise Ihnen, dass mein Denken keinesfalls leidet. Geben Sie mir ein Rätsel und ich löse es Ihnen. Was für ein Rätsel? Egal was. Da wir gerade keinen kriminalistischen Fall haben, würde ich mich auch mit einem alltäglichen Rätsel begnügen. Lassen Sie mich Ihnen beweisen, wie viel mein Geist zu leisten vermag. Egal was? Es soll nur ein schwieriges Rätsel sein. Also gut. Dann sollen Sie mir Ihre Behauptung beweisen, dass man aus einem Gegenstand auf die Persönlichkeit seines Besitzers schließen kann. Was können Sie mir über diese Taschenuhr sagen? Aus dem Stegreif weiß ich, dass ich diese Uhr bisher noch nie zu Gesicht bekommen habe. Sie haben das Ding noch nicht sehr lange, Watson. Das stimmt zwar, aber das ist nicht die Lösung des Rätsels. Nehmen Sie schon. Ah, interessant. Sieh an, das wusste ich noch gar nicht. Die Uhr ist neuerdings gereinigt worden. Das bringt mich leider um die besten Merkmale. Ganz recht. Die Taschenuhr wurde gereinigt, bevor man sie mir schickte. Die Untersuchung ist zwar unbefriedigend, jedoch nicht ganz erfolglos. Irre ich mich, wenn ich sage, dass die Uhr ihrem älteren Bruder gehört hat, der sie von ihrem Vater erbte? Das schließen Sie ohne Zweifel aus dem H.W. auf dem Deckel. Ganz recht. Das W deutet auf Ihren Familiennamen Watson hin. Das Datum darunter reicht beinahe 50 Jahre zurück. Und das Monogramm ist so alt wie die Uhr. Die Uhr wurde also für die vorige Generation gemacht. Wertsachen gehen meistens an den ältesten Sohn über, der oft den Vornamen des Vaters trägt. Da Ihr Vater, soviel ich weiß, seit vielen Jahren tot ist, hatte seit dieser Zeit Ihr älterer Bruder die Uhr in seinem Besitz. Soweit richtig. Was wissen Sie sonst noch? Ihr Bruder war liederlich und nachlässig in seinen Gewohnheiten. Er kam in den Besitz eines schönen Vermögens, verlor es aber wieder und erlebte in Dürftigkeit. Zuweilen verbesserte sich seine Lage für kurze Zeit, bis er schließlich dem Alkohol verfiel. Das ist alles, was ich ersehen kann. Hier, nehmen Sie die Uhr wieder. Was schauen Sie so grimmig, Watson? Das ist Ihrer unwürdig, Holmes. Sie haben Erkundigungen eingezogen über die Geschichte meines unglücklichen Bruders und behaupten jetzt, Sie hätten das alles nur durch diese Taschenuhr herausgefunden. Das kaufe ich Ihnen aber nicht ab. Bitte entschuldigen Sie, Doktor. Ich habe Ihr Rätsel wie ein gewöhnliches, abstraktes Problem behandelt. Darüber habe ich vergessen, dass es Sie persönlich betrifft. Ich wollte Sie oder Ihren Bruder keinesfalls verletzen. Ich versichere Ihnen, ehe Sie mir die Uhr reichten, wusste ich nicht einmal, dass Sie einen Bruder haben. Aber wie in aller Welt haben Sie das Rätsel dann gelöst? Es ist alles richtig. Wirklich? Nun, das ist zum Teil nichts als Glück. Ich hielt mich an die Wahrscheinlichkeit und erwartete durchaus nicht, es so genau zu treffen. Dann muss ich mich jetzt entschuldigen, mein Freund. Bitte erklären Sie mir, wie Sie Ihre Schlüsse gezogen haben. Ja. Wie bin ich zum Beispiel zu der Ansicht gelangt, dass Ihr Bruder nachlässig ist? Das erkannte ich schon am Deckel der Uhr. Er ist an zwei Stellen eingedrückt und voller Schramm und Kratzer. Ihr Bruder steckte die Uhr wohl in eine Tasche, in der er auch Münzen oder Schlüssel tat. Wer aber eine so kostbare Uhr auf solche Weise behandelt, muss ein nachlässiger Mensch sein. Mein Schluss, dass er vermögend war, ist auch nicht so weit hergeholt. Immerhin war er mit der Taschenuhr Erbe eines sehr wertvollen Gegenstands. Aber woraus schlossen Sie, dass er das Geld verloren hat? Und seine Trunksucht? Die Pfandleiher in England kratzen bei versetzten Uhren die Nummer des Pfandzettels auf die Innenseite des Gehäuses. Auf der Uhr befinden sich nicht weniger als 4 dieser Nummern. Ein Beweis, dass Ihr Bruder oft in finanziellen Schwierigkeiten steckte, aber irgendwie auch immer wieder aus diesen Schwierigkeiten herauskam. Sonst hätte er die Uhr nicht wieder auslösen können. Und seine Probleme mit dem Alkohol? Rund um das Schlüsselloch zum Aufziehen der Uhr gibt es tausende kleiner Schrammen. Seine Hände zittern.
Deswegen ist er mit dem Schlüssel oft ausgeglitten. Sie versetzen mich immer wieder in Erstaunen, Holmes. Sie sehen also, dass sich das Kokain nicht negativ auf meine geistigen Fähigkeiten auswirkt. Ah, die Türklingel. Wenn wir Glück haben, kündigt sich damit ein neuer Klient an. Dann könnte ich heute auf eine weitere Dosis verzichten. Bitte brühen Sie Tee auf, Watson. Das Wasser kocht. Lange dauert es nicht mehr, Holmes. Ah, Miss Hudson. Wen bringen Sie uns denn da? Eine junge Dame wünscht Sie zu sprechen, Mr. Holmes. Hier Ihre Visitenkarte. Miss Mary Morstan. Aha. Bitten Sie die Dame doch herein, Mrs. Hudson. Guten Tag, Mr. Holmes. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Wie viele Tassen werden wir brauchen, Holmes? Dürfen wir Ihnen eine Tasse Tee anbieten, Miss Morstan? Sehr gern. Wir brauchen 3 Tassen, Watson. Bitte nehmen Sie doch Platz, Miss Morstan. Danke. Brauchen Sie mich noch, Mr. Holmes? Vorerst nicht, Mrs. Hudson. Rufen Sie einfach, wenn ich etwas tun kann. Natürlich. Auf Wiedersehen, Miss Morstan. Lassen Sie sich von der Unordnung in dieser Wohnung nicht stören. Ich versuche auch, Sie zu übersehen. Ich brauche Sie gerade wirklich nicht, Mrs. Hudson. Ich bin unten, ja? Rufen Sie einfach, wenn... Ich bin da. Vielen Dank, Mrs. Hudson. Tee ist unterwegs, Holmes. Der Tee muss in der Kanne noch kurz ziehen. Ich hoffe, Yorkshire Tea ist in Ordnung. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Sie sind vermutlich Dr. Watson. Das bin ich vermutlich. Watson, hat sich gerade Ihr Pulsschlag erhöht? Hm? Also, ich bin Mary. Ich meine Mary Morstan. Das freut mich ungeheuer, Miss Morstan. Und nachdem wir uns nun offiziell vorgestellt haben, dürfen Sie die Tassen und die Teekanne ruhig auf den Tisch stellen, Watson. Watson, sind Sie noch da? Ja, natürlich. Der Tee. Ich stelle ihn ab. Ich hole Ihnen auch gerne etwas Honig, wenn Sie dies wünschen, Miss Morstan. Na sowas. Mir holen Sie nie Honig, Watson. Oder darf es etwas anderes sein, Miss Morstan? Im Augenblick nicht, Dr. Watson. Vielen Dank. Nun setzen wir uns doch an den Tisch und Sie erzählen uns, was Sie zu uns führt. Nun? Ich komme zu Ihnen, Mr. Holmes, weil Sie der Dame, bei deren Familie ich lebe, einmal behilflich gewesen sind. Mrs. Cecily Forrester. Die Geschicklichkeit, die Sie damals bewiesen, hat großen Eindruck auf Sie gemacht. Mrs. Cecily Forrester. Ach ja, ich erinnere mich. Das war eine höchst einfache Sache. Für Mrs. Forrester war es das nicht. Ich bin hier, weil ich Ihren Rat und Ihre Hilfe brauche. Erzählen Sie mir von Ihrem Fall. Ich erhalte seit etwa 6 Jahren, jeweils einmal im Jahr zur gleichen Zeit, sehr seltsame Postsendungen. Pro Jahr erhalte ich eine kleine Pappschachtel, die eine sehr große, glänzende Perle enthält. Kein Zettel und kein geschriebenes Wort. Die Perlen sind nach dem Urteil eines Kenners von seltener Gattung und von großem Wert. Hm. Das ist interessant. Aber ich vermute, dass noch etwas geschehen ist, das Sie hierher zu uns geführt hat. Ja, und zwar erst heute. Heute Morgen erhielt ich einen Brief. Bitte lesen Sie. Schon der Briefumschlag enthält eine wichtige Information. Der Brief wurde in London Südwest abgestempelt. Datum 17. Juli 1888. Also heute. Das ist sehr hochwertiges Briefpapier. Der Absender ist wählerisch, auch mit seinen Schreibmaterialien. Das Schreiben enthält keine Adresse. Sehr geehrte Miss Morstan, kommen Sie heute Abend um 7 Uhr vors Lyceum Theater. Wenn Sie Misstrauen hegen, bringen Sie 2 Freunde mit. Es ist Ihnen ein Unrecht geschehen und Sie sollen Ihr Recht bekommen. Keine Polizei. Wenn Sie die Polizei informieren, ist alles vergebens. Der Brief endet mit den Worten: Ihr unbekannter Freund. Ein interessantes Geheimnis. Ist das dieselbe Handschrift wie bei Ihrer Adresse auf den Pappschachteln? Ich habe von einer der Schachteln einen Fetzen mitgebracht. Sie sind eine wahre Musterklientin, Miss Morstan. Interessant. Sehen Sie, wie bei der Schrift das Griechische überall durchbrechen will? Und hier den Schnörkel am Schluss? Der Absender der Perlen und der Schreiber dieses Briefes sind unzweifelhaft dieselbe Person. Was gedenken Sie zu tun, Miss Morstan? Ich weiß nicht recht.
Darüber wollte ich mir Ihren Rat holen. Dann sollten Sie hingehen. Und Dr. Watson und ich werden Sie begleiten. Der Brief gestattet Ihnen ja zwei Begleiter. Würden Sie ebenfalls mitkommen wollen, Dr. Watson? Es wäre mir eine Freude, Sie begleiten zu dürfen, Mary. Ich meine Miss Morstan. Sie sind beide sehr gütig. Ich lebe sehr zurückgezogen und ich kenne sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Wird es früh genug sein, wenn ich um 6 wieder hier bin? Ich möchte Sie vorher bitten, uns noch mehr zu erzählen. Bitte machen Sie uns mit Ihnen und Ihren Verhältnissen vertraut. Holmes, ich halte das für sehr indiskret. Ich kann mir von der Sache erst ein Bild machen, wenn ich mehr weiß. Wir sollten zu unserem Treffen mit Mr. Unbekannt und Perlenfreund nicht unvorbereitet gehen. Mr. Holmes hat vollkommen recht, lieber Dr. Watson. So erzählen Sie bitte. Fangen Sie am besten bei sich selbst an. Also, mein Vater war Offizier in einem Regiment in Indien. Als kleines Kind schickte er mich in die Heimat. Meine Mutter war gestorben und da ich keine Verwandten in England hatte, wurde ich in einer guten Pension in Edinburgh untergebracht. Dort blieb ich, bis ich fast erwachsen war. Im Jahr 1878 erhielt mein Vater, ein älterer Captain seines Regiments, einen 12-monatigen Urlaub und kehrte heim. Aha. Er telegrafierte mir von London aus, dass er dort glücklich angekommen sei. Er gab mir das Lenken Hotel als seine Adresse an. Dort sollte ich ihn aufsuchen. Die Botschaft war, wie ich mich erinnere, voller Liebe und Güte. Ich folgte seiner Anweisung, erfuhr jedoch im Lenken Hotel, dass Captain Morstan am vorherigen Abend ausgegangen und nicht wiedergekommen sei. Ich wartete den ganzen Tag, ohne Nachricht zu erhalten. Am Abend riet mir der Hoteldirektor, mich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Danach gab ich Anzeigen in allen Zeitungen auf, jedoch ohne Erfolg. Ich habe von meinem unglücklichen Vater nie wieder gehört. Er kam in die Heimat, um mich zu sehen und dann... Das ist ja entsetzlich. Wann war das? Vor 10 Jahren. Ich meine den genauen Tag, an dem Ihr Vater verschwand. Er verschwand am 3. Dezember 1878. Hatte er sein Gepäck im Hotel gelassen? Ja. Außer den Kleidern und Büchern fand ich nur eine ansehnliche Sammlung von Seltenheiten von den Andamaneninseln. Mein Vater war der kommandierende Offizier des Wachpostens der dortigen Strafkolonie. Hatte Ihr Vater irgendeinen Freund in London? Nur einen, soviel ich weiß. Major John Sholto von seinem Regiment, dem 34. der Bombay-Infanterie. Der Major hatte kurz zuvor seinen Abschied genommen und wohnte in Upper Norwood. Natürlich setzte ich mich mit ihm in Verbindung. Er wusste aber noch nicht einmal, dass sein früherer Kamerad in England war. Wie kam es nun zur Zusendung der ersten Perle? Das begann mit einer Anzeige in der Times am 4. Mai 1882. Eine Miss Morstan, also ich, wurde aufgefordert, in der Zeitung ihre Adresse bekannt zu geben. Die Anzeige enthielt die Bemerkung, dass es nicht ohne Nutzen für mich sein würde. Weder ein Name noch ein Ort standen in dieser Anzeige. Ich hatte zu der Zeit gerade die Stelle als Erzieherin im Haus von Mrs. Forrester angetreten. Also ließ ich diese Adresse in die Zeitung drucken. Noch am selben Tag kam mit der Post die erste kleine Pappschachtel mit der ersten Perle. Seitdem bekam ich jedes Jahr am gleichen Tag eine solche Schachtel mit einer weiteren Perle. Immer ohne irgendeinen Aufschluss auf den Absender. Und heute kam schließlich die Aufforderung, zu diesem Treffen am Lyceum-Theater zu kommen. Äußerst interessante Sache. Wir werden Sie also um 6 Uhr hier vor der Baker Street 221b erwarten. Erlauben Sie mir, den Brief zu behalten. Dann kann ich vielleicht bis heute Abend schon etwas tun. Wir haben noch nicht einmal 4 Uhr. Natürlich. Danke. Dann darf ich mich jetzt verabschieden. Es hat mich sehr gefreut, Miss Morstan. Und ich sehe Sie heute Abend ebenfalls, Dr. Watson? Mich könnte nichts davon abhalten, Sie zu begleiten. Dann auf Wiedersehen, meine Herren. Bis nachher, Miss Morstan. Ah, eine wunderbare Frau. Ist mir nicht aufgefallen. Sie sind wirklich ein Automat. Eine Rechenmaschine. Man darf sein Urteil nie von äußeren Eigenschaften abhängig machen. Für mich ist ein Klient nichts weiter als ein Faktor in einem Problem. Der Schein trügt nur zu oft. Das liebreizendste Frauenzimmer, das mir vorgekommen ist, wurde gehängt, weil sie ihre 3 Kinder vergiftet hatte. Sie wollte deren Lebensversicherung. Aber Miss Morstan wird doch nicht... Ich mache nie eine Ausnahme. Eine Ausnahme zerstört die Regel.
Jetzt werde ich aber noch kurz ausgehen. Ich möchte noch einige Erkundigungen einziehen, bevor wir uns um 6 Uhr mit Miss Morstan treffen. Dr. Watson, Miss Morstan, wenn Sie erlauben, werde ich die Fahrt zum Lyceum-Theater nutzen, um Sie mit meinen neuesten Erkenntnissen in der Sache vertraut zu machen. Neueste Erkenntnisse? Wie kann das sein? Ich habe Sie doch erst vor wenigen Stunden mit dieser Angelegenheit vertraut gemacht. Sie gaben mir schon reichlich Ansatzpunkte für ein paar simple Nachforschungen. Bitte sprechen Sie, Holmes. Ich bin auf neue Fakten gestoßen. Ich war heute am frühen Abend im Verlagshaus der Times und sah dort die Register durch. Ich fand heraus, dass Major John Sholto von Upper Norwood, ehemals im 34. Regiment der Bombay Infanterie, am 28. April 1882 gestorben ist. Das ist zwar interessant, aber was hat dies mit Miss Morstons Fall zu tun? Das ist doch offensichtlich, Watson. Betrachten Sie einmal folgenden Gesichtspunkt. Captain Morstan verschwand und die einzige Person in London, die er aufgesucht haben könnte, war Major Sholto. Aber der Major leugnete, etwas von der Anwesenheit seines früheren Kameraden gewusst zu haben. 4 Jahre später starb Sholto und nur eine Woche nach seinem Tod, am 4. Mai 1882, erhielt Morstons Tochter Mary ein wertvolles Geschenk. Die Sendung wiederholte sich von Jahr zu Jahr und heute kam ein Brief, in dem geschrieben wird, dass Miss Morstan ein Unrecht geschehen ist. Welches andere Unrecht könnte damit gemeint sein, als dass man ihr den Vater geraubt hat? Bedenken Sie, dass die Perlengeschenke kurz nach Major Sholtos Tod angefangen haben. Der Absender muss ein Erbe Sholtos sein, der das Geheimnis kennt und der Miss Morstan für das Unrecht entschädigen will. Aber was für eine sonderbare Entscheidung. Und warum hat dieser Erbe erst jetzt um ein Treffen gebeten und nicht schon vor 6 Jahren? Und zu welchem Recht soll sie kommen? Bitte verzeihen Sie, Miss Morstan. Ich rede hier, als wären Sie überhaupt nicht da. Es ist ein Vergnügen, Ihnen bei Ihren Überlegungen zu lauschen, Doktor. Und bitte fühlen Sie sich ebenfalls angesprochen, Mary. Ich meine Miss Morstan. Selbstverständlich. Mir ist auch noch etwas eingefallen. Ich habe Ihrem Freund Mr. Holmes etwas mitgebracht, das vielleicht ebenfalls wichtig sein könnte. Oh, ein Bogen Papier mit einer Zeichnung. Ja, ich glaube, das ist... Bitte sagen Sie nichts. Ich möchte es unvoreingenommen in Augenschein nehmen. Das werde ich unter der Lupe betrachten. Mal sehen, was es zu entdecken gibt. Das Papier wurde in Indien hergestellt. Der Bogen muss früher einmal mit Nadeln auf ein Brett gesteckt worden sein. Es zeigt den Grundriss eines großen Gebäudes mit vielen Hallen und Gängen. An einer Stelle ist ein kleines Kreuz mit roter Tinte gezogen. Darüber steht 3.37 von links in verwischter Bleistiftschrift. Hier in der linken Ecke sieht man eine kuriose Hieroglyphe. 4 Kreuze in einer Reihe, deren Arme zusammenstoßen. Daneben steht in sehr roher, ungelenker Schrift das Zeichen der 4. Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. Welche Beziehung das zu unserer Angelegenheit haben könnte, weiß ich nicht. Doch es ist augenscheinlich ein Dokument von Wichtigkeit. Es wurde sorgfältig aufbewahrt, denn es ist gut erhalten. Wo haben Sie das her, Miss Morstan? Den Plan fand ich im Koffer meines Vaters, in einem Lederetui. Bewahren Sie es gut auf. Wer weiß, wie es uns noch nützen kann. Bitte sehr. Ich fange an zu vermuten, dass die Sache verzwickter ist, als ich dachte. Ich muss meine Schlüsse von neuem ziehen. Das müssen Sie auf später verschieben, Holmes. Wir haben den Platz vor dem Theater erreicht. Hier vor dem Lyceum ist ja ganz schön viel los. Erkennen Sie jemanden, Miss Morstan? Ich glaube nicht. Dann müssen wir wohl warten, bis uns aus der Menge jemand anspricht. Steigen wir aus. Warten Sie, Miss Morstan. Ich helfe Ihnen. Danke, Dr. Watson. Geben Sie mir Ihre Hand. So. Wir brauchen Sie nicht mehr. Danke fürs Herfahren. Keine Ursache. So. Jetzt können wir nur warten, was passiert. Das Stück, das heute im Lyceum-Theater gespielt wird, scheint sehr beliebt zu sein. Finden Sie nicht auch, Miss Morstan? Was spielen die denn heute?
Romeo und Julia. Ganz fürchterlicher Kitsch. Reine Zeitverschwendung, aber die Leute mögen es offenbar. Hören Sie nicht auf ihn. Mein Freund Holmes hat keinen Sinn für die Dichtkunst. Mögen Sie Shakespeare? Sind Sie die Personen, die Miss Morstan begleiten? Ja, diese beiden Herren sind meine Freunde. Entschuldigen Sie, Miss, aber ich soll mir versichern lassen, dass Ihre Begleiter keine Polizisten sind. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wer sind Sie eigentlich? Williams. Ich bringe Sie an Ihr Ziel. Folgen Sie mir. Die Kutsche wartet am Rande des Platzes. Tun wir, was er sagt. Kennen Sie diesen Mann, Miss Morstan? Nein. Steigen Sie ein. Ich fahre die Kutsche. Bitte nach Ihnen, Miss Morstan. Äußerst galant, Doktor. Bitte nach Ihnen, Watson. Bitte festhalten. Wir werden schnell unterwegs sein. Ja! Oh. Hoppla! Oh. Bitte entschuldigen Sie, Miss Morstan. Ich wollte nicht... Sie müssen sich nicht entschuldigen, dass Sie mich aufgefangen haben. Ja, natürlich. Übrigens, danke, Doktor. Wofür? Dass Sie uns begleiten und dass Sie auf dem Platz vor dem Theater versucht haben, mich abzulenken und zu beruhigen. Uns droht ganz sicher keine Gefahr, Miss Morstan. Haben Sie eigentlich an Ihren Revolver gedacht, Dr. Watson? Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass wir so etwas brauchen, Holmes. Ich habe in den letzten Jahren zu viel erlebt, um so etwas auszuschließen. Nein, ich habe meinen Revolver nicht dabei. Und ich werde mich in Begleitung von Miss Morstan garantiert auf keine Schießerei einlassen. Wenn Sie das sagen, dann muss meiner wohl genügen. Achten Sie nicht auf meinen Freund, Miss Morstan. Sherlock Holmes ist ein genialer Geist. Aber sein Umgang mit Menschen lässt manchmal zu wünschen übrig. Unterhalten Sie sich ruhig weiter. Ich werde unterdessen nachverfolgen, wo uns dieser rasende Mr. Williams in seiner Kutsche hinfährt. Es scheint, wir fahren nach der Surrey-Seite hinüber. Oh. Wir sind am Ziel. Steigen Sie aus und folgen Sie mir zum Eingang des Hauses. Auf geht's. Eine neu angelegte Straße. Allerdings nicht gerade der vornehmste Stadtteil Londons. Das Haus sieht auch ein wenig heruntergekommen aus. Bitte halten Sie sich ein wenig zurück, Holmes. Kommen Sie! Mr. Sholto erwartet Sie. Sholto? Ich dachte, der ist tot. Gewiss einer seiner Erben, wie ich vermute. Haben Sie keine Angst, Mary. Wir passen auf Sie auf. Ich glaube fast, dass sich gleich auch das Schicksal meines Vaters aufklären wird. Wäre das nicht gut? Ich ahne, dass es nichts Gutes ist. Faszinierend. Ein Inder. Kitmutgar, hier bringe ich wie abgesprochen Mary Morstan. Diese beiden Herren sind Sherlock Holmes und Dr. Watson. Der Sahib erwartet Sie. Führe Sie zu mir herein, Kitmutgar. Bringe Sie gleich zu mir ins Zimmer. Das Zimmer ist ja ein einziges Museum. Eine faszinierende Mischung aus Europa und Indien. Ein dicker und bunter Teppich, Gemälde, orientalische Vasen, zwei Tigerfelle, eine indische Wasserpfeife und Kuckucksuhren. Ehrgebenster Diener, Miss Morstan. Ihr Diener, meine Herren. Guten Abend. Guten Tag. Willkommen in meinem kleinen Heiligtum. Ein enger Raum, aber nach meinem Geschmack eingerichtet. Eine Oase der Kunst in der furchtbaren Wüste des südlichen Londons. Naja. Holmes! Mein Name ist Thaddeus Sholto. Ich bin einer der beiden Zwillingssöhne von Major John Sholto. Aha. Darf ich erfahren, mit wem ich das Vergnügen habe? Dies ist Mr. Sherlock Holmes und der Herr neben ihm ist Dr. Watson. Dr. Watson? Sind Sie Arzt? Derzeit nicht aktiv und ohne Praxis, aber ja. Haben Sie vielleicht Ihr Stethoskop bei sich? Ich
Ich habe ernste Befürchtungen wegen meiner Herzklappen. Auf die Hauptschlagader kann ich mich verlassen, aber ich würde gerne Ihre Meinung über die Herzklappen hören. Nein? Warum sollte ich bei einer Fahrt durch London ein Stethoskop mit mir herumtragen? Ach, das ist bedauerlich. Dann bitte ich Sie, meinen Gesundheitszustand anhand Ihres äußeren Eindrucks von mir zu beurteilen. Also, ich weiß nicht, ob... Nun machen Sie schon, Doktor. Also, Sie sind nicht besonders groß, haben wenig Haare und scheinen mir etwas nervös zu sein. Ihre Gesichtsfarbe deutet aber auf keine Herz- oder Gefäßprobleme hin, soweit ich das beurteilen kann. Da bin ich sehr froh. Sie müssen meine Besorgnis entschuldigen. Ich fühle mich kränklich und traue dem Zustand meiner Herzklappen seit langem nicht recht. Es freut mich zu hören, dass ich mir unnütze Sorgen gemacht habe. Hätte Ihr Vater, Miss Morstan, seinem Herzen nicht allzu viel zugemutet, würde er vielleicht noch leben. Ich hab's gewusst. Ich wusste, dass er tot ist. Ich wusste es. Sie herzloser Mensch, Sie! Was fällt Ihnen ein, Miss Morstan, diese Nachricht einfach so ins Gesicht zu schleudern? Ja, stimmt. Ich hab nicht bedacht, dass Sie ja gar nicht... Nun ja, Sie haben wohl recht. Ich muss mich setzen. Ich hab's gefühlt. Ich hab's irgendwie schon geahnt. Da, auf diesen Sessel, Mary. So ist es gut. Und jetzt atmen Sie tief und sehen mich an. Ich fühlte es im Inneren, dass er tot ist, aber es jetzt zu wissen ist... Oh, das ist so... Ich bin bei Ihnen, Mary. Nachdem Sie die erste Katze nun schon aus dem Sack gelassen haben, möchte ich Sie bitten, uns auch noch den Rest zu erläutern, Mr. Sholto. Ich nehme an, Sie können uns erklären, was es mit den Perlen auf sich hat, die Miss Morstan seit mehreren Jahren bekommt. Ich kann Ihnen alle Einzelheiten erläutern. Mehr noch, ich kann Miss Morstan zu ihrem Recht verhelfen und das werde ich auch tun. Egal, was mein Bruder Bartholomäus auch sagen wird. Ich bin froh, dass Sie Ihre Freunde als Zeugen mitgebracht haben. Wir vier können meinem Bruder Bartholomäus entgegentreten. Von mir aus, aber jetzt legen Sie die Karten endlich auf den Tisch. Worum geht es und was wollen Sie? Geht es wieder? Ja, es geht wieder. Danke. Bitte nehmen Sie alle Platz. Meine Erläuterungen werden etwas länger dauern. Also gut. Bitte erzählen Sie, Mr. Sholto. Als ich beschloss, Ihnen diesen kurzen Brief zukommen zu lassen, hätte ich Ihnen auch meine Adresse nennen können. Da ich jedoch ausschließen wollte, dass Sie die Polizei mitbringen, was mir nicht angenehm wäre, entschied ich, dass mein Diener Williams Sie vor dem Lyceum-Theater abholen sollte. Hätte ihm Ihre Begleitung nicht gefallen, hätte er Sie nicht hergebracht. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe eine natürliche Abneigung gegen jede Form von rohem Materialismus. Wie Sie sehen, versuche ich mir die kleine Welt, in der ich lebe, durch Kunst zu verschönern. Ich kann mich wohl einen Gönner der Künste nennen. Diese Landschaft zum Beispiel... Entschuldigen Sie, Mr. Sholto. Aber ich bin auf Ihr Verlangen hier, weil Sie mir etwas mitzuteilen haben. Es geht auf 8 Uhr abends zu und ich wünsche die Zusammenkunft so bald wie möglich zu beenden. Einige Zeit werden wir aber brauchen, denn wir müssen auch meinen Bruder Bartholomäus in Upper Norwood aufsuchen. Wir sollten zusammen hingehen, um ihn zu überrumpeln. Er ist wütend auf mich, weil er einige meiner Entscheidungen nicht billigt. Wir gerieten gestern Abend wirklich in Streit darüber. Sie können sich nicht vorstellen, was für ein schrecklicher Mensch er ist, wenn er wütend wird. Wenn wir nach Upper Norwood müssen, so täten wir am besten, sofort aufzubrechen. Ja, das geht nicht. Zuerst müssen Sie wissen, wie wir alle zueinander stehen. So wird es Zeit, dass Sie jetzt endlich mit Ihren Ausführungen beginnen. Mein Vater, John Sholto, war früher Major im 34. Regiment der Bombay Infanterie. Vor 11 Jahren nahm er seinen Abschied und zog sich nach Upper Norwood zurück, wo er sich ein Haus kaufte. Er hatte in Indien Glück gehabt und brachte viel Geld, eine große Sammlung wertvoller Seltenheiten und mehrere indische Diener mit. Er richtete sich in Pondicherry Lodge aufs Prächtigste ein und lebte auf großem Fuß.
Mein Zwillingsbruder Bartholomäus und ich waren seine einzigen Kinder. Ich erinnere mich noch sehr gut, welches Aufsehen das Verschwinden von Captain Morstan erregte. Wir lasen damals den Bericht in der Zeitung und wir wussten, dass er ein Freund unseres Vaters gewesen war. Wir ahnten damals noch nicht, dass unser Vater genau wusste, was geschehen war. Was uns hingegen klar war, unser Vater fürchtete sich vor einer dunklen, drohenden Gefahr. Er war sehr ängstlich, allein auszugehen und ließ das Haus von zwei ehemaligen Boxern bewachen. Einer von ihnen war Williams, der sie heute hierher gebracht hat. Ja, unser Vater sprach nicht darüber. Wir merkten aber, dass er einen Widerwillen gegen Männer mit Holzbein hatte. Einmal schoss er sogar auf einen harmlosen Hausierer, der einen Stelzfuß hatte. Danach mussten sie diesem Hausierer sicher eine Menge Kämme, Knöpfe und Bindfäden abkaufen, um das zu vertuschen. Anfang des Jahres 1882 erhielt unser Vater einen Brief, der ihn geradezu schockierte. Er öffnete ihn am Frühstückstisch und fiel beinahe in Ohnmacht. Von diesem Tag an kränkelte er bis zu seinem Tod. Über den Inhalt des Briefes erfuhren wir nichts, aber während er ihn las, hatte ich gesehen, dass er kurz war und mit einer rohen, ungelenken Schrift geschrieben war. Ende April 1882 teilte man Bartholomäus und mir mit, dass unser Vater im Sterben liege. Er wünschte uns, ein letztes Mal zu sehen. Ich muss euch etwas sagen, meine Söhne. Es drückt mich seit Jahren auf der Seele. Es ist ein Unrecht, das ich der Tochter des armen Captain Morstan angetan habe. In meiner verdammten Geldgier habe ich ihr den Schatz vorenthalten, der wenigstens zur Hälfte ihr gehört. Er hat mir nicht den geringsten Nutzen gebracht. So blind und verrückt ist der Geiz. Das bloße Gefühl seines Besitzes war mir so lieb geworden, dass ich es nicht ertragen konnte, mit jemandem zu teilen. Seht jene mit Perlen besetzte Kette neben der Medizinflasche? Selbst davon konnte ich nicht lassen. Jetzt habe ich sie herausgeholt, um sie ihr zu schicken. Von euch, mein Sohn, soll sie jenen Teil des Agra-Schatzes bekommen, der ihr zusteht. Bitte erzähl uns von diesem Schatz, Vater. Bitte unterbrech ihn nicht, Bartholomäus. Bitte sagt Mary Morstan nichts von meinem Ende. Ich muss euch jetzt erzählen, was mit ihrem Vater Arthur Morstan geschehen ist. Später, Vater. Erzähl uns bitte erst von diesem Agra-Schatz. Halt deinen Mund! Bitte sprich weiter, Vater. Ich bin schuld daran, dass Arthur Morstan tot ist. Ich bin schuld daran. Du kannst es uns erzählen. Wir sind da. Er litt schon seit Jahren an einem Herzübel. Er erzählte es niemandem, nur ich wusste davon. Als wir beide in Indien waren, kamen wir durch eine merkwürdige Verkettung von Umständen in den Besitz eines bedeutenden Schatzes. Ich hatte ihn nach England geschafft und Arthur Morstan kam am Abend seiner Ankunft in London unmittelbar zu mir, um seinen Anteil zu fordern. Das war am 3. Dezember 1878. Dieser verdammte Abend hat sich in meinem Kopf regelrecht festgebrannt. Was ist geschehen, Vater? Wir waren unterschiedlicher Meinung darüber, wie der Agra-Schatz geteilt werden sollte. Wir brüllten uns regelrecht an. Morstan sprang zornig vom Stuhl und presste plötzlich seine Hand auf die Herzgegend. Er war auf einmal kreidebleich und fiel dann rückwärts zu Boden. Dabei schlug er mit dem Kopf gegen die Ecke des eisernen Schatzkastens. Als ich mich über ihn beugte, sah ich zu meinem Entsetzen, dass er tot war. Ich bekam auf einmal maßlose Angst.
Alle Welt würde glauben, dass ich ihn erschlagen habe. Sein Tod im Augenblick des Streits, die Wunde an seinem Kopf. Und würde es zu einer Untersuchung kommen, erführe die Welt auch von dem Schatz. Morsten hatte mir gesagt, dass keine Menschenseele wissen, wohin er gegangen sei. So kam ich auf den Gedanken, dass es möglich sein sollte, zu verschleiern, was geschehen war. Ich schaffte die Leiche noch in der Nacht beiseite. Nach wenigen Tagen waren alle Londoner Zeitungen voll von dem geheimnisvollen Verschwinden Captain Morstons. Aber mich traf kein Verdacht. Vor dem schlimmsten Richter jedoch konnte ich meine Tat nicht verbergen. Ebenso wenig meine Entscheidung, den kompletten Schatz zu behalten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mich mein Gewissen anklagt. Eure Pflicht soll es nun sein, meine Schuld zumindest gegenüber Mary Morstan ein wenig zu mildern. Beugt euch nieder zu mir, damit ich euch sagen kann, wo der Schatz verborgen ist. Bartholomäus, hörst du das auch? Was sind das für Geräusche? Ist doch völlig egal jetzt. Wir müssen Vater ausreden lassen. Er ist da! Er stellt Fuß! Jonathan Moore, lass ihn nicht herein! Oh Jesus, lass ihn nicht durchs Fenster! Vater! Da ist ein Gesicht am Fenster! Ich werde jenes Gesicht am Fenster, das von draußen aus der Dunkelheit hereinstarrte, nie wieder vergessen. Es war ein bärtiges, behaartes Gesicht mit wilden, grausamen Augen. Mein Bruder Bartholomäus stürzte ans Fenster, fand aber nur noch eine verlassene Leiter an der Außenfassade. Der Mann war schon wieder fort. Der Kopf unseres Vaters war in die Kissen gesunken. Sein Herz hatte aufgehört zu schlagen. Was für eine schreckliche Geschichte. Und noch längst nicht alles, wie ich vermute. Sie haben nur zu recht, Mr. Holmes. Bartholomäus und ich durchsuchten während der Nacht den Garten von Pondicherry Lodge, aber wir konnten nur einen einzigen Fußabdruck des Eindringlings in einem Blumenbeet unter dem Fenster finden. Ein regelrechter Schock traf uns, als wir am nächsten Morgen die sterbliche Hülle meines Vaters abholen lassen wollten. Das Zimmerfenster stand offen. Alle Schränke und Kästen waren durchwühlt worden. Auf der Brust unseres Vaters war ein Papierfetzen befestigt. Mit einer rohen, ungelenken Schrift waren folgende Worte auf den Fetzen geschrieben. Das Zeichen der Vier. Sieh an. Was? Ach nichts, ich habe nur laut gedacht. Vermissten Sie etwas im Zimmer? Es war zwar alles durcheinander geworfen, es schien aber nichts zu fehlen. Natürlich brachten wir das seltsame Ereignis mit der Angst in Verbindung, die unseren Vater so lange verfolgt hatte. Sie können sich denken, wie aufgeregt wir auch wegen dieses Agra-Schatzes waren, von dem mein Vater gesprochen hatte. Monatelang gruben und forschten wir im Garten nach, aber vergebens. Die kostbare Perlenkette ließ darauf schließen, welche Pracht dieser Schatz haben musste. Wegen dieser Perlen entzweiten sich mein Bruder Bartholomäus und ich. Die Perlen waren augenscheinlich viel wert und er wollte sie nicht herausgeben. Leider neigt mein Bruder zu demselben Fehler wie mein Vater. Habgier. Mit großer Mühe setzte ich endlich durch, dass ich mir Mary Morstons Adresse verschaffen durfte. Ich wollte ihr von Zeit zu Zeit eine abgelöste Perle schicken, damit sie wenigstens keine Not leiden würde. Das war sehr gut von Ihnen. Es beweist Ihre freundliche Gesinnung. Ja, wir besaßen ohnehin ein beträchtliches Vermögen. Ich hatte kein Verlangen nach mehr. Auch schien es mir höchst verwerflich, Mary Morstan zu übervorteilen. Das will ich doch wohl meinen. Mein Bruder Bartholomäus sieht das leider anders. So hielt ich es für das Beste, Pondicherry Lodge zu verlassen und mir hier eine eigene Wohnung einzurichten.
Ich nahm Williams und Kit Mutgar mit. Ein Teil ihrer Geschichte fehlt noch. Was hat sie jetzt veranlasst, Mary Morstan um ein Treffen zu bitten? Gestern erfuhr ich von einem Ereignis von großer Wichtigkeit. Der Agra-Schatz ist gefunden worden. Oh. Ich schrieb sogleich Miss Morstan wegen dieses Zusammentreffens an. Wir brauchen jetzt nur noch nach Upper Norwood zu fahren und ihren Anteil zu fordern. Ich habe Bartholomäus bereits gestern Abend meine Absicht mitgeteilt. Er erwartet uns, auch wenn wir ihm nicht willkommen sind. Sie haben richtig gehandelt, Mr. Sholto. Von Anfang bis Ende. Vielleicht werden wir imstande sein, aufzuklären, was bis jetzt noch dunkel ist. Lassen Sie uns zu Ihrem Bruder fahren. Mr. Sholto, vielleicht sind Sie so freundlich, Miss Morstan, Dr. Watson und mir noch zu erklären, wie Ihr Bruder diesen geheimnisvollen Schatz eigentlich gefunden hat. Tja, Bartholomäus ist ein gescheiter Kerl. Er war zu dem Schluss gekommen, dass der Schatz im Haus sein müsste. So stellte er überall in Pondicherry Lodge Messungen an und prüfte jeden Raum, bis kein Kubikzoll übrig blieb. Dabei entdeckte er Folgendes. Die Höhe des Gebäudes beträgt 74 Fuß. Als er aber die Höhe der Zimmer rechnete, sowie die Zwischenräume, die er durchbohren ließ, um sie genau vermessen zu können, kam er nur auf 70 Fuß. Die 4 Fuß, die fehlten, konnten nur im oberen Raum des Gebäudes verborgen sein. Er stieß deshalb ein Loch in die vergipste Lattendecke des unter dem Dach gelegenen Zimmers und fand einen kleinen Zwischenboden. In der Mitte dieser 4 Fuß hohen Kammer unter dem Dach stand der Schatzkasten auf 2 Balken. Er ließ ihn durch das Loch herunter und so haben wir ihn nun. Mein Bruder schätzt den Wert der Juwelen auf mindestens 500.000 Pfund. Donnerwetter. Großer Gott, so viel? Mit Ihrem Anteil werden Sie vermutlich eine der reichsten Erben in Englands, Miss Morstan. Ich weiß nicht genau, was ich empfinden soll. Dieser Schatz hat bisher nur Leid über seine Besitzer gebracht. Mein Vater ist tot. Major Sholto ist tot. Ruhig. Pondicherry Lodge, wir sind da. Steigen wir aus. Bitte warten Sie auf der Kutsche Williams. Verstanden, Mr. Sholto. Pondicherry Lodge sieht nicht sehr einladend aus. Das fahle Mondlicht macht es nicht besser. Ja, mein Bruder ist ziemlich paranoid. Deswegen ließ er Mauern um das Grundstück bauen. Mit eingemauerten Glasscherben entlang der oberen Kante. Diese Mauern zu erklettern dürfte äußerst unangenehm sein. Folgen Sie mir zum Tor. McMurdo, das ist der zweite ehemalige Boxer, der meinen Vater beschützt hat, dürfte uns schon erwarten. Warum machen Sie so ein betrübtes Gesicht, Watson? Bis vor kurzem strahlten Sie in Anwesenheit von Miss Morstan wie ein frisch verliebter Jüngling. Durch Ihren baldigen Reichtum verbietet sich mir jeder nur mögliche Gedanke an sowas. Da sehen Sie mal, was Frauen in kürzester Zeit bei einem Mann anrichten können. McMurdo wird schon im Garten sein und auf das Klingeln der Glocke gleich reagieren. Wer ist da? Thaddeus Sholto, Mary Morstan und 2 Begleiter, McMurdo. Wer sollte es um diese Zeit denn sonst sein? Ah, ich kann Sie durch das Spiegelrohr erkennen, Mr. Thaddeus. Aber was tun Sie hier? Und wer zum Teufel sind diese beiden Männer? Das sind Freunde von Miss Morstan. Mein Bruder muss dich doch unterrichtet haben. Er erwartet uns. Der Herr hat mir keine Befehle erteilt, Fremde einzulassen, Mr. Thaddeus. Nicht? Das wundert mich, McMurdo. Ich habe meinem Bruder gestern Abend gesagt, dass ich Miss Morstan und 2 Begleiter mitbringen würde. Er ist heute noch gar nicht aus seinem Zimmer gekommen, Mr. Thaddeus. Ich habe keine besonderen Anweisungen und muss mich an die Regeln halten. Sie können eintreten, Mr. Thaddeus, aber Miss Morstan und ihre Freunde müssen bleiben, wo sie sind. Kommt es oft vor, dass Mr. Bartholomäus Sholto bis zum späten Abend in seinem Zimmer bleibt? Wer sind Sie? Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich begleite Miss Morstan auf ihren eigenen Wunsch hin. Holmes? Etwa dieser Detektiv?
Genau der. Und nun zurück zu meiner Frage. Verschanzt sich Mr. Bartholomäus Sholto häufiger den ganzen Tag in seinem Zimmer? Nein, eigentlich hat er das noch nie gemacht. Hat er heute schon etwas zu sich genommen? Nein, auch nicht. So muss ich Sie dringend bitten, uns einzulassen. Ich habe die Befürchtung, dass ihm etwas zugestoßen ist. Um Himmels Willen, wie kommen Sie darauf, Mr. Holmes? Ich habe so eine Ahnung, dass diese Angelegenheit um das Zeichen der Vier größer ist, als Sie sich vorstellen können. Ich passe auf Sie auf, Mary. Öffnen Sie also das Tor, Mr. McMurdo. Es geht jetzt um keine simple Unterredung mehr. Es geht möglicherweise um ein Verbrechen. Sofort. Augenblick. Ich bitte um Entschuldigung. Ich tue nur meine Pflicht. Kommen Sie in den Hof. Führen Sie uns direkt ins Haus, Mr. McMurdo. Natürlich. Welches ist das Zimmerfenster Ihres Bruders, Mr. Sholto? Zweites Obergeschoss unter dem Dach. Das Licht im Innern des Zimmers ist aus. Das ist nicht gut. Dieses Grundstück sieht eigenartig aus, Dr. Watson. Sie haben recht. Völlig verwildert und überall wurde gegraben und Erde aufgeworfen. Hier müssen die Sholto-Brüder nach dem Schatz gesucht haben. Mr. Bartholomäus bittet mich stets, die Haustür zuzusperren. Selbst wenn wir zu Hause sind. In den Hausgängen und bei den Treppen brennen die Gaslampen. Ich ging erst vor wenigen Minuten aus dem Haus, um meinen Rundgang zu machen. Wer wohnt noch hier? Die Haushälterin, die alte Mrs. Burnstone. Die hält sich allerdings gerade bei ihrer Tochter auf. Bringen Sie uns rauf zum Zimmer von Mr. Bartholomäus Sholto. Folgen Sie mir. Das ist die letzte Treppe. Wir sind gleich da. Das dort ist die Tür zu Mr. Bartholomäus Zimmer. Bartholomäus? Bartholomäus! Ich bin es, Thaddäus. Hast du unsere Verabredung vergessen? Mr. Bartholomäus! Bruder! Gehen wir rein. Die Tür ist zugeschlossen. Bartholomäus, mach auf! Was soll das denn? Bitte seien Sie so freundlich und werfen einen Blick durch das Schlüsselloch, Mr. Sholto. Vielleicht ist im Mondlicht im Zimmer hier etwas zu erkennen, das uns Aufschluss darüber geben könnte, was auf der anderen Seite der Tür los ist. Dr. Watson, ich möchte hier weg. Keine Sorge, Mary. Sie sind in unserer Mitte vollkommen sicher. Können Sie im Zimmer etwas erkennen, Mr. Sholto? Oh mein Gott! Oh Gott, wie schrecklich! Wie entsetzlich! Was? Mein Bruder sitzt in seinem Stuhl, aber sein Gesicht, großer Gott, sein Gesicht und dieser Blick. Himmel, was ist denn da nur? Gestatten Sie, dass ich mal einen Blick riskiere? Bitte erklären Sie mir, was ich da drin gesehen habe. Holmes, was sehen Sie durch das Schlüsselloch? Eine regungslose Gestalt auf einem Stuhl. Das Gesicht ist dem von Mr. Thaddäus Sholto sehr ähnlich. Die Gesichtszüge sind zu einer Grimasse erstarrt. Die Augen sind leer. Diese Augen, dieser Blick. Entsetzlich. Was ist mit meinem Bruder passiert? Oh, dieser Blick. Ich habe mich nicht getäuscht. Was ist da drin geschehen, Mr. Holmes? Was? Ich fürchte, dass wir Scotland Yard verständigen müssen. Ihr Bruder Bartholomäus sitzt tot in seinem Stuhl, Mr. Sholto. Tot? Aber wie kann das sein? Wie kann das sein? Was ist passiert? Das können wir erst ergründen, wenn wir diese Zimmertür geöffnet haben. Aber das dürfen wir nur in Anwesenheit eines Inspektors. Auch wenn mir ein solcher Mensch bei den Ermittlungen eigentlich nur lästig ist. Holmes? Ja, Watson? Mit Ihrer Erlaubnis bringe ich Miss Morstan jetzt nach Hause. Dies hier ist bestimmt kein schöner Anblick für Sie. Tun Sie das. Kommen Sie im Anschluss aber bitte wieder her. Mr. Sholto? Ja? Machen Sie sich auf zum Scotland Yard. Die sollen so schnell wie möglich jemanden herschicken. Warum ich? Weil Sie vermutlich der letzte Mensch waren, der Ihren Bruder lebend gesehen hat. Und weil hier mit großer Wahrscheinlichkeit ein Mord passiert ist. Was
Was hat Sie eigentlich daran gehindert, selbst die Tür aufzubrechen, Holmes? Das ist doch offensichtlich, Inspektor Jones. Ich wollte Ihnen den Blick auf den unveränderten Tatort gewähren. Nutzen Sie dafür Ihr Windlicht, bevor wir die Beleuchtung entzünden. Für mich ist es offensichtlich, dass Sie sich hinter meinen Analysen verstecken wollen. Den flüchtigen Joseph Harrison konnten Sie ja ebenfalls nicht finden. Mal sehen, was zu erkennen ist. Ei, das sieht hässlich aus. Der tote Körper des armen Mr. Bartholomäus Scholto sitzt noch in einem hölzernen Lehnstuhl. Der Kopf ist auf die rechte Schulter gesunken und der Blick ist starr. Könnte ein Herzschlag gewesen sein. Dann wäre dies ja überhaupt kein Tatort und Sie würden nur meine Zeit verschwenden, Holmes. Der Körper ist kalt. Bartholomäus Scholto ist offenbar schon seit vielen Stunden tot. Die verzerrten Gesichtszüge und die verkrampfte Körperhaltung deuten für mich auf eine qualvolle Lähmung hin, die innerhalb eines Augenblicks eingetreten ist. Nichts als Spekulation eines ewigen Theoretikers. Das hier ist aber keine Spekulation. Beleuchten Sie mal den Kopf. Na, was ist denn das? Das sieht wie ein langer, dunkler Dorn aus, der über dem Ohr in der Haut steckt. Es sei ja von schräg oben eingedrungen. Das ist der Bolzen aus einem Blasrohr. In manchen Teilen der Welt benutzt man so etwas als Waffe. Passen Sie auf, wenn Sie ihn herausziehen, denn der ist sicher vergiftet. Und wie kommt der Bolzen hier in diesen Raum? Leuchten Sie mal dort hoch. Eine Öffnung in der Decke. Zu einem Zwischenraum unter dem Dach. Der Blasrohrmörder saß dort oben in der Öffnung. Ach, Blödsinn. Wie sollte er denn dort hingekommen sein? Das werden wir noch ergründen, Inspektor. Das hier ist auch interessant. Ein brauner, knorriger Stock auf dem Tisch. Was ist das? Es scheint sich um eine primitive Waffe zu handeln. Sehen Sie diesen hammerartigen Kopf? Ja. Er ist mit einer Schnur sehr kunstvoll am Stock befestigt. Da liegt auch noch etwas. Ein abgerissenes Stück Papier. Gestatten Sie? Oh, nehmen Sie es schon, Holmes. Aber vorsichtig. Das versteht sich von selbst. Auf diesen Fetzen wurde etwas draufgekritzelt. In roher und ungelenker Schrift. Und? Was steht da nun? Das Zeichen der Vier.